Guten Morgen! Ich bin gerade total geflasht. Und zwar habe ich jetzt gerade meine erste Mahlzeit zu mir genommen, die ich halt wieder getrackt habe, mit dem Ziel, halt in diesem Monat, ja, so wenig Geld wie möglich aufzubringen, idealerweise irgendwie unter 50 € zu bleiben. Und ja, und direkt die erste Mahlzeit, die hat mir wirklich gerade das Gehirn zerschossen. Also, es ist so geil. Es ist so mega, mega geil. Ja. Es ist einfach nur. Also folgendes. Es geht ja darum, so wenig wie möglich Geld auszugeben. Und dann habe ich überlegt, ja, ich muss eine gewisse Basis geben. Bisher war mein Basis, wer meine Videos kennt, ich habe jeden Tag einen Smoothie getrunken und den perfekten Smoothie und den habe ich ja euch auch ja, schon mal gepostet und der kostet irgendwas zwischen 2 und 3 €, ist aber damit halt, ja, sind alle Nährstoffe perfekt gedeckt. Aber so ein Smoothie hält halt nicht so extrem satt, das ist das Erste. Und er ist halt trotzdem recht teuer. Mit 2 bis 3 € ist es halt trotzdem einfach recht teuer. Manchmal kostet auch 3 bis 4 €, je nachdem, was man reinschmeißt. Und das Geld habe ich einfach nicht, weil ich halt pro Tag irgendwo zwischen 1 und 2 € bleiben möchte. So. Und dann habe ich ein bisschen umgeschaut, was könnte ich denn da machen? Und ja, und folgende Sache habe ich für mich entdeckt. Und zwar den Hafer. Ich habe erstmal gesagt, boah, Hafer, ja, muss halt, ja, wenn du den kaufst, der ist ja nicht rohköstlich. Die Haferflocken sind ja nicht Rohkostqualität, die sind ja erhitzt. Es kommt eigentlich für mich eigentlich nicht in Frage, habe ich gedacht. Habe ich ein bisschen überlegt. Ja, aber dann. Wie geil ist das denn? Ein Flickflock! Das ist ein Flockgerät. Das ist im Endeffekt ja, ein Stück Holz und da drin sind halt Walzen und ja, und die. Da kannst du einfach die rohen Haferkörner reinschmeißen, den Dinkel, den Weizen, Buchweizen hast du probiert, alles rein und dann drehst du hier an der Kurbel. Ich zeige euch das doch gleich mal in Action, wie das aussieht. Dann drehst du an der Kurbel und dann kommen halt die Haferflocken raus. Und die sind natürlich noch Rohkostqualitäten, haben alle Vitamine enthalten, die Enzyme sind nicht denaturiert. Nochmal ganz wichtig. Die Enzyme, die sind nicht wichtig dafür, dass sie im Magen irgendwie was katalysieren, sowas. Enzyme sind wichtig, dass sie im Magen, im Darm verschiedene Prozesse initial sozusagen ankurbeln, also die Aktivierungsenergie bereitstellen. Aber wenn du was isst, dann ist meistens nur die Magensäure zerstört die Enzyme. Dafür ist es nicht wichtig. Also weil viele Leute, die Rohkost und so, sagen, ja, Enzyme sind wichtig, deswegen, nee, deswegen nicht. Die Enzyme sind wichtig, dass unser Körper erkennt, was da überhaupt oben reingesteckt wird. Dass unser Körper genau weiß, okay, das ist ein Stück Hafer. Und wenn ich die Haferflocken einfach nicht in Rohkostqualität esse, dann bringt es mir nichts, weil dann esse ich zu viel, weil der Körper das nicht genau erkennt. Und die Versuche habe ich schon so häufig gemacht mit gekochter Nahrung, roher Nahrung. Nur rohe, unverarbeitete Nahrung signalisiert dank der Enzyme wahrscheinlich, weil das ist das, was wir feststellen können, dass Enzyme denaturieren, erkennt das unser Körper, was das für ein Lebensmittel ist. Und ja, entsprechend möchte ich mich auch weiter so gut wie es geht rohköstlich ernähren und das ist nicht eine Hammeraufgabe für 50 € im Monat, aber dank dieses Gerätes, was man natürlich käuflich erwerben muss, das ist natürlich klar, ich verlinke euch das bei Amazon, aber da kann ich dazu sagen, da ist wieder der Bonus als YouTuber, ich habe dieses Gerät nicht käuflich erwerben müssen, sondern es würde mir zur Verfügung gestellt, weil eben Como das unterstützt, die Challenge und sagt, hey, das finden wir cool und dass du anderen Leuten einfach zeigen willst, dass man auch rohköstlich, dass man sich gesund und vollwertig von sehr, sehr wenig Geld ernähren kann. Und ja, und natürlich, jetzt werden einige sagen, ja klar, dann musst du erstmal das Flockgerät kaufen. Ja, klar, das musst du dann kaufen. Und es ist aber so, wenn wir mal realistisch sind, dass wir viel Geld auch ausgegeben haben für irgendwelche Sachen, was nicht notwendig ist. Oder manch einer hat jetzt sogar noch einen Fernseher gekauft. Oder was auch immer. Selbst Waschmaschine ist nicht unbedingt notwendig. Na, je nachdem, was man trägt, wie oft man wäscht. Man kann im Fluss waschen. Es gibt so viele Sachen. Also ja, klar, es kostet Geld. Aber ja, also darum geht es jetzt heute wirklich nicht. Nicht nur, weil ich es geschenkt bekommen habe, sondern generell, das kauft man sich einmal. Das ist jetzt wirklich, ich werde
werde ich euch nochmal zeigen, das hat man richtig das Gefühl, was Wertiges in der Hand zu halten. Also es ist richtig ein massiver Holzblock hier und richtig fette so Stahldinger. Also das ist halt nicht viel Zeug, was das ist, und das Ding kostet über 100 Euro. Nicht viel Zeug, was da ist, aber es ist halt total wertlich und es fühlt sich einfach an, dass es was fürs Leben ist. Und ich zeige euch einfach mal das Video, wie es funktioniert. Ja, und so funktioniert jetzt das Gerät. Man macht das hier unten dran einfach mit so einer Schraubzwinge, tut man die reinstecken und macht die unten an den Tisch dran. Man braucht also so einen Tisch, einfach so einen ganz normalen Tisch. Und dann hat man halt hier die Kurbel, mit denen kurbelt man dann einfach. Das ist extrem leichtgängig, fast zu leichtgängig. Man dreht da halt so oft so schnell durch oder so, also es ist ganz einfach. Ja, und dann fallen halt die Flocken, die man hier reintut, kommen dann hier unten raus, also die Getreidekörner werden geflockt. Ich habe jetzt verschiedene Sachen ausprobiert, Buchweizen, Dinkel, Roggen, Weizen und Hafer. Funktioniert alles einwandfrei und ja, so seht ihr, wie schnell das geht. Also man hat da so 100 Gramm, denke ich mal, in so halbe Minute sind, denke ich, so 100 Gramm dadurch, was man vielleicht so als Mahlzeit isst, oder 200 Gramm braucht man 2 Minuten. Und man hat auch gleichzeitig so ein kleines Workout. Das ganze Gerät macht einen total soliden Eindruck. Das heißt, das ist einfach nur ein Stück Holz und zwei richtig schön massive Räder, also richtig massiv. Und ja, man hat einfach das Gefühl, dass das richtig wertige Arbeit ist und dass man das halt ein Leben lang hat. Man kann das hier noch rausmachen, das ist halt so ein Metallteil, und da kann man halt dann vielleicht das besser reinigen, wenn man das reinigen will. Aber ich werde das nicht reinigen, weil ich mache ja die Haferflocken und die werden immer nur gemahlen und ich werde nie groß was reinigen, denke ich, glaube ich. Und dann kann man das einfach wieder hier reinmachen. Genau, und das war's schon. Und ja, und das ist sozusagen jetzt mein Retter, wenn es darum geht, ja, preiswert, rohköstlich sich zu ernähren. Und ja, wollte ich euch unbedingt mal vorstellen. Also das ist erstmal das eine. So, ich kann jetzt Hafer essen, aber das ist ja noch nicht das Geniale. Das Geniale ist, dass ich das bei Chronometer mal eingehackt habe, was ich mir heute gemacht habe heute Morgen. Und ich habe eben 250 Gramm Hafer genommen. Und man kann, wie gesagt, auch andere Sachen mit reinhauen. Hafer ist das teuerste Getreide. Dinkel, Weizen, Buchweizen, Roggen, das ist alles billiger. Buchweizen weiß ich nicht, aber Dinkel, Weizen und Roggen ist auf jeden Fall billiger als Hafer, und das kann man ja auch machen, habe ich probiert, geht einwandfrei. Und ja, aber ich will halt Hafer. Warum will ich Hafer? Und dann möchte ich euch was zeigen. Das ist halt mein Frühstück bei Chronometer eingehakt. Ja, und da seht ihr, ich habe 250 Gramm Hafer genommen, dann habe ich 30 Gramm Leinsamen, 20 Gramm Sesam und dann habe ich 400 Gramm Pfirsiche genommen. Und die Pfirsiche können wir eigentlich mal kurz wegmachen, weil das ist das, was ich nicht bezahlt habe, weil das auch kostenlos. So, das ist jetzt nur das, was ich sozusagen käuflich erworben habe, und die Nährstoffbilanz. Und jetzt lest euch das mal durch. Hier sind, also ich kann euch mal sagen, was ich dafür ausgegeben habe. Ich habe dafür ausgegeben, für die 250 Gramm Hafer 65 Cent, für die 30 Gramm Leinsamen 7,5 Cent und für die 20 Gramm Sesam 16 Cent. Da bin ich bei 88,5 Cent für das Frühstück. 88,5 Cent. So, jetzt schauen wir das mal an. Hier sind Proteine komplett gedeckt. Also wir haben jetzt 42 Gramm Protein. Ich würde sogar sagen, das ist schon fast zu viel, aber wir haben alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren sind gedeckt und ja, gibt überhaupt nichts. Fette haben wir auch, alles was wir brauchen, Omega-3 Fettsäuren, Verhältnis zu Omega-6 ist mit 1 zu 1,5 auch super, richtig, richtig super, und mit 40 Gramm Fett auch absolut das, was völlig ausreichend ist für unseren Organismus. Dann dazu haben wir an den Mineralstoffen alles, was wir brauchen. Viel zu viel von allen Mineralstoffen, denn die Werte von der DGE, wenn man sich rohköstlich ernährt, wenn man sich gesund ernährt, reichen nach 40-60% locker aus. Warum das so ist, hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht. Und ja, ihr seht hier jetzt wirklich alles gedeckt.
bis auf Sodium, also das ist Natrium und Jod. Jod ist halt jetzt eben die Frage mit dem Supplementieren, ob ihr das macht oder ob ihr das nicht macht. Ihr könnt diese beiden Punkte im Endeffekt total erschlagen, indem ihr einfach jodiertes Speisesalz habt. Dann habt ihr das Jod und dann habt ihr das Speisesalz. Aber ums Jod soll es halt nicht gehen. Da habe ich ein anderes Video gemacht oder es wird noch kommen. Es wird wahrscheinlich noch kommen, die Auswertung von meinem Jod-Experiment. Aber ihr habt ja alle Mineralstoffe. Von den Vitaminen habt ihr die komplette B-Sparte quasi abgedeckt. Vielleicht nicht ganz, aber je nachdem, man kann es immer so schwer sagen, was man wirklich braucht. Aber ihr habt die Vitamine, also die Folsäure und Vitamin B1 bis B6 auf jeden Fall in eurem Körper drin. Das Einzige, was ihr nicht habt, ist Vitamin A, C, E und K. So. Ansonsten habt ihr alles schon drin. Und das alles für 88,5 Cent. Und ja, und jetzt kommt halt eben das dazu, dass man halt einfach rausgeht in zum entweder Mundraub oder geht in den Garten oder Wildkräuter und schmeißt dann halt irgendwas noch rein in das Müsli oder in Haferblei oder was auch immer. Und dann kommt man halt, ich habe jetzt hier 400 Gramm Pfirsiche, man kann auch Bananen das probieren, was Bananen kosten, die kosten natürlich dann Geld. Man kann, ja, alles was gerade irgendwie an Obst verfügbar ist, Äpfel kann man immer irgendwie machen, Foodsharing oder was auch immer. Mich haben die Pfirsiche jetzt nichts gekostet, weil die halt ja, einfach aus dem Garten sind und ich dadurch nichts bezahlen musste. Und ja, und das gibt halt dann auch noch die Vitamine A, C, E, K her, boostet nochmal ein bisschen die B-Vitamine und die anderen Sachen halt auch nochmal alle. Aber mich hat dieses Gericht dank des Hafers, also das ist so die Grundsache, 88,5 Cent gekostet. Und ich schaue auf die Kalorien, das sind 1400 Kalorien. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist das, was wahrscheinlich ziemlich nah am Ideal ist, was ich essen sollte. Das heißt, ich bin durch mit der Übung. Es ist morgens und ich bin durch mit der Übung. 88,5 Cent. Ich bin begeistert. Das ist der erste Tag heute. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Das ist der erste Tag. Und es ist einfach phänomenal. Es ist zu 100% Rohkost. Ich habe so Schwierigkeiten wie Omega-3-Fettsäuren und die Aminosäuren. Alles gelöst. Ich habe alles gelöst. Und ich hab gerade erst angefangen. Und das echt dank, sag ich mal, der Idee, einfach so ein Flocker zu haben und den rohen Hafer zu flocken. Und ich muss sagen, ihr merkt es ja selber, ich habe gedacht, boah, mal sehen, was das für eine Challenge wird. Das wird richtig, richtig schwer. Aber, na gut, was noch kommt, ist der Hunger. Also ich habe jetzt das gegessen und ich bin total satt. Also ihr könnt es gerne mal einfach nachkochen, das Rezept. Ich bin total satt und mal sehen, wie lange das anhält. Aber von meinem Bewusstsein, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, bin ich total entspannt, weil ich habe jetzt alles zu mir genommen, was ich an dem Tag brauche. So, zumindest als Rohköstler. Ne? Und da bin ich jetzt auch gar nicht irgendwie wie jetzt irgendwie draußen gewesen, habe ein bisschen Wildgrün gegessen oder sonst irgendwo was. Mal sehen, vielleicht esse ich für einen Genuss nur irgendwie was. Aber wir sind jetzt bei 88,5 Cent und eigentlich ist alles erschlagen und ja, gut, es gibt immer noch Menschen, die sagen, wir brauchen 2000 Kalorien pro Tag. Ja, also das ist auch wissenschaftlich, ich habe das in mehreren Videos auch schon mit Studien belegt. Also eine aus dem aktuellen Stand der Wissenschaft abgeleitete Unterernährung, also so mit 1400 Kalorien, ist assoziiert mit einer höheren Lebenserwartung. Also ist definitiv gesünder, egal ob Tier oder Mensch eine Unterernährung, eine leichte Unterernährung, eine bewusst in Kauf genommene Unterernährung, nicht wenn man Hunger leidet, sondern mit einem positiven Mindset, ist positiv für die Lebenserwartung. Das heißt, ich habe heute für 88,5 Cent einfach meine Lebenserwartung geboostet und meine Challenge so geil gestartet. Und ja, da ich sage dann nochmal Danke an hier die Firma, aber wie gesagt, man kann sich's auch kaufen und ich hätte mir das auch gekauft, wenn ich das gewusst hätte, wie geil das ist. Also erstens, dass das Hafer so geil ist und dass das halt auch mit anderen Weizen alles so gut funktioniert, dann hätte ich mir die auch 100%ig gekauft. Musste ich jetzt nicht machen, dank Komo und ja, deswegen als Dank verlinke ich auch unten das Produkt. Ich kann das wirklich jetzt schon total empfehlen, weil es halt einfach Zugang gibt zu einer preiswerten Rohkost. Und ich glaube, dass ich jetzt schon sagen kann, dass dieser Flocker einfach so ein bisschen das Kernelement dessen sein wird, was sich in den nächsten Monat und in den nächsten Monaten, ne, einfach abspielen wird. Mit diesen Dingen und Nackthafer, also es gibt Hafer, der von Spelzen befreit ist
Und es gibt Nackthafer, der direkt so gezüchtet ist, dass der die keine Spelzen hat. Ja, also beides ist, also hier wird auch kein Unterschied gemacht bei Chronometer von den Nährwerten. Beides kann man sozusagen verwenden und man kann ja noch andere Sachen verwenden. Aber das, dieses Paket, dieser Flocker und diese, das Problem ist immer, ich bin ja auch durchaus ein bisschen SM-affin und da hat Flocker auch noch eine andere Bedeutung. Deswegen habe ich immer so im Kopf so ein bisschen. Aber dieser Flocker und der Nackthafer zusammen, das ist einfach so eine geile Kombination. Also ich hoffe, dass es mich das nicht ankotzt irgendwann, vom Geschmack her. Aber du kannst ja hier Pfirsich reintun. Du musst auch gar nichts reintun an Obst. Dann hast du jetzt mit den Vitaminen noch ein Defizit, aber da kannst du dann im Laufe des Tages noch was machen. Du kannst ja noch Zucker reinklatschen, wenn du es richtig, richtig süß haben möchtest. Wenn du jetzt die Fruchtsüße nicht reicht. Aber die, die Leinsamen und die Sesamsamen, die werden mit Wasser, werden die richtig püriert. So dass sozusagen vom Leinsamen, dass man das auch Omega-3-Fettsäuren aufnehmen kann und das Kalzium vom Sesam, sonst kommt das genauso wieder unten durch. Das heißt, das tue ich richtig, da machst du sozusagen eine Sesam-Leinsamen-Milch, mit denen ich sozusagen die Haferflocken dann esse. So, und dann hast du halt wirklich, und wie gesagt, dann machst du dir noch Zucker dran, ich glaube nicht so teuer. ob das dann noch so gesund ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, wenn du Früchte hast, wenn du Früchte zur Verfügung hast, Mundraub kann ich nur empfehlen, die Seite. Oder halt eigene Garten. Oder machst halt Gemüse dran oder keine Ahnung, was noch passiert, ich bin ja noch dabei, vielleicht Marmelade ist zum Beispiel total billig, das Zucker und Früchte zusammen, keine Ahnung wie das ist, aber ich bin ja gerade am Anfang meiner Challenge, aber ich wollte euch unbedingt vorstellen, der Flocker und Hafer, richtig, richtig geil und ich bin einfach total, total beseelt und meine Challenge, ey, ich habe das absolute Gefühl, Ich schaff das mit wirklich wenig Geld und vielleicht knack ich wirklich die 50 Euro. Das ist ja so geil. Und das mit Rohkost. Ja, yeah. So, wir sehen uns morgen wieder. Und wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was in der Challenge jetzt noch passiert. Vielleicht esse ich noch mal Kartoffeln, weil ich Bock drauf habe. Oder irgendwie, ich weiß nicht, was passiert. 50 Euro ist halt echt so eine Hausnummer. Ich habe eigentlich gesagt 80 Euro. Aber jetzt habe ich halt das gesehen hier mit den 83 Cent. Und ich meine, es kommt ja vielleicht am Tag noch irgendwie was oder so. Mal gucken. Mal schauen. Sehr geil. Okay, dann, wir sehen uns morgen wieder. Und, oder wenn ihr dann nur zu den Updates hier von der Challenge kommt, dann sehen wir uns dann zum nächsten Update wieder. Ja, es gibt ja jeden Tag ein Video. Fast jeden Tag von mir. Na dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich und mein Vlogger sagen Bye-bye.